Brüder und Schwestern in Christus, der Dreifaltigkeitssonntag lädt dazu ein, das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu erklären. Das werde ich nicht machen, weil ich der Meinung bin, dass es nicht möglich ist. Ich habe, es ist schon zwar ungefähr 10 Jahre her, mein Theologiestudium, und Dogmatik habe ich sehr gemocht. Das war mein Lieblingsfach, ist es bis heute, diese intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Glauben. Aber als es zu dem Traktat über die Dreifaltigkeit kam, da bekam ich meine Zweifel. Nicht an meinem Glauben, sondern an der Machbarkeit der ganzen Sache. Wurden uns verschiedene Modelle vorgestellt, wie man die Dreifaltigkeit denken kann. Ich muss ehrlich sagen, keiner hat mich überzeugt. Und ich finde, es ist auch nicht notwendig, um zu glauben. Und ich glaube, das haben auch diese großen Theologen erkannt, die auch über die Dreifaltigkeit geschrieben haben, über unseren Gott. Da herrscht eine gewisse Ratlosigkeit auch bei denen. Und dann versuchen sie es doch, weil sie es für wichtig erachten. Ich glaube, für mich persönlich ist es weder notwendig noch wichtig, das zu erklären, weil es einfach nicht möglich ist. Und ich möchte mich diesem Geheimnis von anderer Seite nähern, die mir viel mehr zusagt. Seit ich mich erinnern kann, ist Gott einer, der für mich wie ein guter Vater ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir war in deiner Kindheit. Was ich von Gott geglaubt habe, dass er gut ist, dass er mir meine Eltern geschenkt hat, meine Großeltern, meinen Bruder, obwohl dieses Geschenk manchmal eine Zumutung war, und viele andere Sachen. Und wie ich in die Kirche ging, da war ich, also das war nicht mein Zuhause, so fromm war ich nicht, aber irgendwas habe ich gespürt, da ist was vom Zuhause. Da ist Gott so erfahrbar, wie ich meinen Vater erfahren konnte, obwohl mein Vater und Gott das sind. Hat nichts damit zu tun, nichts miteinander zu tun. Und Gott ist wirklich ein guter Vater. Das erfahre ich auch jetzt, wenn meine Freunde in Bedrängnis sind, wenn wir uns vertrauensvoll an den Vater im Himmel wenden. Er hört alle unsere Gebete. Ich habe das früher nicht geglaubt, dass Gott einer ist, also nicht so richtig, ne? Dass Gott einer ist, der unsere Gebete erhört. Aber das stimmt. Er tut es. Und das ist etwas, was mich in den letzten Jahren immer mehr überrascht. Weil, ja sicher, glaubt man daran, dass Gott die Gebete erhört, aber ja, also er mischt sich nicht so gerne ein. Er mischt sich schon ein, aber so wie er will, nicht wie ich. Und Gott schenkt mir diesen Blick für seine väterliche Hand. Als ich dann in mein Teenageralter kam, da habe ich Gott anders kennengelernt. Einen, der eine Gemeinschaft gestiftet hat, die Kirche heißt. Und dann habe ich erfahren, wie er heißt, Jesus. Der Sohn Mariens, der Sohn Gottes, einer, der für mich Freund geworden ist in diesen Jahren, aber vor allem eines, er ist der Herr. Für mich ist es wirklich die Quintessenz dessen, was Gott ist. Er ist der Herr meines Lebens. Nur er hat etwas zu sagen in meinem Leben, niemand anderer. Nicht einmal ich. Es ist übrigens ein guter Weg, Demut zu lernen, Gott als den Herrn anzunehmen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Also, ich habe Jesus kennengelernt, der mich in die Gemeinschaft der Kirche hineingeführt hat. Und eigentlich meine erste große Liebe war die Kirche, nicht Jesus. Weil in der Kirche habe ich alles Gute erfahren. Und dann erst im Orden eigentlich habe ich ihn wirklich kennengelernt. Einer,
der mit mir geht, der mein Herr ist, der mich erlöst hat von all dem, was meine Sünde mit sich bringt. Er ist der Herr, Jesus Christus. Und in den letzten Jahren habe ich das Glück, Gott noch anders zu erfahren, in einer anderen Persönlichkeit, in einer anderen Person. Ich drücke mich hier nicht ganz theologisch sauber aus, aber das ist wurscht. Also es ist nicht eine Dogmatikvorlesung, ist nicht notwendig. Gott als einen, der mich in eine immer größere Freiheit, immer größere Weite führt. Eine, bei dem ich mich fallen lassen kann. Und das begann vor ein paar Jahren, wie mich einer meiner Mitbrüder eingeladen hat, Exerzitien bei ihm zu machen, in seinem Jugendzentrum, wie wir es haben, nur ein bisschen größer halt. Und als ich ankam, stellte sich heraus, dass es ziemlich charismatische Exerzitien sind. Also das, was ich in Österreich an charismatischen gesehen habe, das ist so Kinderstube im Vergleich dazu. Es war ein harter Einstieg für mich und ich bin da immer noch sehr skeptisch, was das betrifft, diese Gebetsformen und so weiter. Aber ich habe eines gelernt. Gott ist derjenige, der mich dort eingeladen hat. Seit diesen Exerzitien hat sich mein Leben verändert, aber echt, wirklich. Und ich habe eines gelernt, mich in seine Hände fallen zu lassen. Das ist das, was der Heilige Geist mich lehrt. Weil er mir zeigt, lehn dich zurück, ich mach's für dich. Ist übrigens auch eine gute Medizin gegen Hochmut, also dass man Demut lernen kann. Nicht du, sondern ich, sagt Gott. Einer, der für dich wirkt, der durch dich wirkt. Und einer, der durch dich Wunder wirken kann. Kleine und große, obwohl eigentlich gibt es keine kleinen Wunder. Wunder ist Wunder. Das ist, wie ich Gott erlebe in meinem Leben. Und ich lade dich dazu ein, wenn du jetzt auf dem Weg vielleicht nach Hause sein wirst oder im Gottesdienst oder in der nächsten Zeit, versuch Gott so wahrzunehmen, als einen, der für dich Vater ist, als einen, der für dich wie Jesus ist, was du auch in Jesus siehst. Es gibt sehr viele Bilder, die man mit ihm verbinden kann. Und einer, bei dem du dich fallen lassen kannst, ohne die Angst zu haben, dass was schief geht. Und der dann alles gerade biegt, was du schief gemacht hast, solange du in seinen Armen liegst. Versuch danach zu suchen, nach so einem Gott und dich zu ihm zu bekennen. Weil die ganzen theologischen Modelle sind unnütz, solange kein Glaube dahinter steht. Und wenn jemand Spaß daran hat und Freude, sich damit theologisch auseinanderzusetzen, mein Glückwunsch ist ein schöner Weg, die Zeit zu verbringen. Ich werde aber einen anderen, mich zu ihm zu bekennen durch das, wie ich bin und wer ich bin. Ein Zeugnis für diesen dreifaltigen Gott abzulegen, überall dort, wo ich auftrete. Es wird mir nie so gelingen, wie es sein sollte. Ich bin mir dessen bewusst. Aber ich will es versuchen. Gott, den Vater zu verkünden, Gott, den Sohn zu verkünden in dieser Welt und Gott, den Heiligen Geist nicht nur verkünden, sondern auch in diese Welt zu bringen. Und an diesem Dreifaltigkeitssonntag stellt sich die Frage, ob du dafür bereit bist, dich zu ihm zu bekennen, wenn du das Kreuzzeichen machst, ob es hier in der Kirche ist oder woanders, ob du dein Leben unter dieses Zeichen des dreifaltigen Gottes stellen willst oder nicht, das ist die Frage. Und die Konsequenz daraus ergibt sich im Alltag. Also es beginnt morgen, wenn du arbeiten gehst, wenn du in die Schule gehst oder wenn du das tust, was getan werden muss. Da wirst du Gott bekennen können. Und ich lade dich dazu ein, versuche das bewusst zu machen.
Ich habe auch heute bewusst ein anderes Messgewand angezogen, da ist nichts drauf. Es sollte auch die Schönheit Gottes zum Ausdruck bringen, die Gewänder, die die Priester tragen, aber das ist so, Gott ist irgendwo da schön und das, was wir tragen, ist ja nicht so. Und ich will auch damit etwas zum Ausdruck bringen. Nicht die Worte sind wichtig, sondern das, was du tust, wer du bist. Und wie Gott dich kleidet, ist entscheidend, nicht wie du dich selber kleidest. Wie Gott dich sieht, ist entscheidend, nicht wie du dich selber siehst, und noch weniger wichtig ist es, wie dich andere sehen. Versuche, unter seinem Blick zu gehen. Geh unter seine Gnade. Und dieses weiße Messgewand, das ich heute trage, ist ein Zeichen auch dafür, dass wir als Christen ab und zu, was Gott betrifft, auch staunen dürfen. Einfach nichts sagen, auf die Knie und anbeten. Das ist auch ein Weg, sich zu ihm zu bekennen, einmal still zu werden, nicht zu versuchen, in irgendwelche Worte, Kategorien zu fassen, sondern staunend anbeten. Und wenn dir es danach ist, wenn der Herr dir das ins Herz legt, nach dem Gottesdienst gibt es auch die Möglichkeit zur Anbetung hinten in der Kapelle, dazu auch eine herzliche Einladung. Vielleicht will dich heute der Herr dort sehen oder, wenn du nach Hause gehst, möchte er, dass du dich zu ihm zu Hause bekennst. Der Ort und Art sind zweitrangig. Wichtig ist, dass du es tust.